Wir gehen einfach mal geradeaus weiter. Das muss bei uns wohl weitergehen. Ja, ich weiß, aber da muss irgendwo ein Aufgang sein. Da muss irgendwo einer sein. Weiter links muss auch einer sein. Ja, da kommen wir gleich. Ja, da waren wir vorher auch drin gewesen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Penny Adventure. Schönen guten Morgen. Heute ist der letzte Tag von unserer Reise in einem riesengroßen Bunker. Ich sag extra nicht den Namen davon. Ja, wir sind jetzt noch auf dem Weg zu den letzten drei Bunkeranlagen. Da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Und ihr seid einfach dabei. Genau. So, hier sind wir wieder in so einem, Kasernentrakt und ich sag mal, der Aufgang für diesen Kampfblock hier, da hat sich ein bisschen versteckt. Hier haben wir die anderen sind schon vorgegangen und wir folgen jetzt einfach mal. Also okay. Freunde, schaut euch das doch mal an, da ist keine Wendeltreppe, das ist Wahnsinn. Hier sieht man, wie weit man hochlaufen muss. Ich höre sie auch stöhnen. Oh, ich tue mir jetzt schon leid. Aber es bringt nichts. Auf geht's. Und da sind wir gekommen. Dort müssen wir noch hoch. So Freunde, hier sind wir jetzt oben angekommen. Hier haben wir auch wieder einen Infanterieturm. Kamera ist ganz beschlagen. Wir haben hier hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist auch ziemlich beengt hier, weil hier gibt es gar nicht so viel zu sehen. Das Einzige, was wir halt eben haben, ist halt hier dieser Aufzug. Und hier geht es halt eben tief runter, zeige ich euch mal. Hier kann man sehen, wie tief es runter geht. Schon Wahnsinn. Ja, ich bin mittlerweile alleine hier oben. Hier kann man... Victory Force 1250. Ja, das war halt eben der Kettenzug. Ach, hier ist noch... Ach ja, genau. So, schauen wir mal, hier haben wir noch einen Turm. Ah, ist aber nichts Spektakuläres, diese Türme hier sind ja eben diese Infanterietürme. Ah, hier hat sich wahrscheinlich der ganze Rost hier abgebildet. Vielleicht hat sich auch irgendwo ein Nest gebaut oder so. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt runter. Diese ganzen Treppen hier. Und dann hoffen wir, dass die Kamera wieder bessere Aufnahmen macht hier. Dass das Beschlagen hier aufhört. Ja, man kann schon hören, die anderen sind schon auf dem Weg nach oben. Hier haben wir schon wieder Treppen. Ja, man kann es sehen. Vielleicht nimmt man gerade in die Mitte. Ja, cool, danke.
Nicht hochleuchten, dann blende ich mich. Dann sehe ich nicht, wo ich hintreten. So, und hier haben wir auch wieder den Aufgang für die Wartung von außen. Ja, ich weiß noch, man sehen kann. Doch, den kann man sehen. Da könnte man hochgehen und den Turm von außen warten. Halt eben die Pflege für den Turm hoch und runter zu fahren. Das war ja auch sehr wichtig, dass das immer funktioniert hat. Und musste ja auch gewartet werden. Zeige ich euch hier noch ein kleines bisschen. Hier haben wir auch wieder einen Auslegerarm. Der ist jetzt aber eingefahren komplett. Hier kann man jetzt mal richtig das Gewicht sehen. Das wurde aber abgehangen. Das wird der Turm auch nicht mehr funktionieren. Ja, genau. Haben sie auch ganz schön ausgeschlachtet. Aber was mir halt eben hier aufgefallen ist, hier Kerzen, jede Menge Kerzen hier überall verteilt. Hier auch wieder Kerze. Und draußen habe ich auch jede Menge gesehen. Hier Kerzen, Kerzen. Die haben hier mit Kerzen gearbeitet. Hier liegt noch auf dem Boden. Hier ist noch eine. Hier sind auch jede Menge verteilt überall. Ja. Da vorne sind ganz viele, hier auf der Seite auch. Wir haben hier sehr viel mit Kerzen gearbeitet. Wahrscheinlich haben die den Gang hier komplett ausgeleuchtet. Ah, ich sehe es hier schon, jede Menge Müll. Vermutlich gab es mal hier eine Party. Hier auch überall solche Plastikbecher. Die haben hier bestimmt mal Party gefeiert. Hier Konservendosen. Zentraltelefonik. Ich will telefonieren nach Hause. Sind wir jetzt schon im nächsten Block angekommen? Oh, ihr seht schon, wieder so eine schöne Gittertür. Können wir schon erahnen? Hier ist auch wieder was Großes.
Also ich kann jetzt sagen, die Treppen haben es in sich. Wow. Alles voller Treppen hier. Hier Belüftung. Hier gehen Treppen hoch. Hier gehen Treppen hoch. Ach, hier war ein Ausgang. Aber die sind jetzt zu, die Ausgänge. Okay. Komm mal hier durch. Schauen wir erstmal hier. Okay. Ach, hier ist ein Schadenhaufen. Hi. Hier auch wieder dieser Schaden für die Zwillings-MGs. Und hier haben wir halt eben diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Kalotten, wie man sie von den deutschen Bunkeranlagen kennt, da sind sie nur rund, um diese Schaden zu schließen. Ja, hier dann Schlafräume, hier auch wieder ein Turm. Oh Mann, ist die Luftfeuchtigkeit. Hier war dann, ja, vermutlich Telefonzentrale, wegen diesen ganzen Anschlüssen. Hier kann man sehen, diese ganzen Steckdosen hier. Vermutlich Telefonzentrale hier. Deshalb auch nur diese Holztür. Hier diese Gasschutztüren. Der Block hier hat wirklich lauter Treppen, die hochgehen, die runtergehen. Hier war jetzt gerade eine Fledermaus. Und ich schau mal eben, ich habe ja vorhin gesehen. Ach ja, genau. Hier sind diese Filteranlagen wieder. Oh, jetzt wieder eine Scharte. Geht es hier auch nach draußen? Ah, das ist die Eingangsverteidigung, genau. Die können wir uns mal gerne anschauen. Genau. Hier. Da ist dann die Scharte. Upsala, man muss auch schauen, wo man hingeht. Das war halt eben diese Eingangsverteidigung. Von dem Ausgang, der hier war. Und hier habe ich noch gerade eine Seltenheit gesehen. Hier. Ein Motor, der noch fast intakt ist. Hier kann man sehen, wo die Keilriemen drauf waren. Hier das Gegenstück dazu und hier sogar noch diese Fettpresse. Sogar noch Fett drin, um halt eben dieses Lager zu schmieren. Wahnsinn. Eine richtige Seltenheit. Wow, und hier wieder so ein großer Turm. Schon Wahnsinn. Ah, ich sehe gerade meine Lampe, die wird so langsam leer. Ja, hier kann man sehen, so ein richtig schöner großer Turm hier. Wahnsinn, aber hier auch kann man auch nicht drauf. Da fehlt alles. Alles kaputt. Alles beschädigt hier. Wahnsinn. Hier kann man noch sehen, die, ich glaube, das dürfte Entlüftung sein, das hier. Was wir hier haben. Oder ist das B-Lüftung? Ich glaube eher B-Lüftung. Weil das war auch hier von Hand zu tätigen. Weil die haben hier oben schon jede Menge Luft gebraucht. Hier haben wir auch wieder diesen langen Ausleger hier. Mit dem schweren Gewicht da vorne. Das ist schon Wahnsinn. Ja, und hier ist auch die Bremse. Ist aber alles. Ja, ist alles fest. Leider keine Kurbel mehr da. Sonst hätte man den Turm einfach mal wieder ausgefahren. Es geht leider nicht mehr. Ja, Freunde, ist so, wie ich gesagt habe, hier kann man sehen, wie verfault das Ganze hier ist. Da gehen wir definitiv nicht mehr drüber. Das Risiko ist einfach zu groß. Gut, ich sag mal, hier an den Turm würden wir vielleicht noch kommen.
Ja, aber das lassen wir einfach. Ich meine, wir haben ja einen Turm gesehen. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier am Ende unserer Reise angekommen. Ich finde, es war eine mega spannende Location gewesen. Wenn es euch so gut gefallen hat, denkt dran, unten schön Daumen nach oben und gerne auch Kommentare reinschreiben, freue ich mich natürlich immer. Und ich würde an eurer Stelle auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Erstens kostet es da nichts und zweitens mal wird auch immer informiert, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Ansonsten würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Penny Adventure. Ciao.